Achso, übrigens, Skillpunkte, wir haben ein paar. Was könnte ich denn machen? Stufe 55, halten Kugelregeln, okay. Stufenerweiterung verfügbar bei Erreichen von Kampfstufe 55. Hervorragend. Ich finde, wir könnten das hier ein bisschen aufwerten. Verstärkte Kugel, verursacht plus 60% Schaden bei Gegnern mit 50% oder weniger Trefferpunkten, okay. Bei Treffer vom letzten Angriff Betäubungsgegner für 3 Sekunden. Mit Muskelkrampf Betäubungsdauer plus 4 Sekunden. Doppelschuss. Feuert vor dem letzten Schuss eine Spezialkugel ab, die 10% des Grundschadens verursacht. Die Spezialkugel trifft nur einen Gegner und durchschlägt ihn nicht. Während der Kill-Bestätigung beträgt der Schaden beim Treffer plus 50%. Was? Feuert vor dem letzten Schuss? Achso. Cool, die Nachrichten hier sind doppelt drin. Nee, warte mal. Nächste Stufe 2. Ah, warte mal. Ich glaube, ich kann die nochmal hier hochleveln dann. Ach so. Interesting. So muss ich hinter unten hin. Na, gut, 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 gut. Halte ich für die Blume da. Wenn wir schon mal Blumen hier haben, dann sammeln wir die. Wieso wird der hier eigentlich nicht angegriffen von den Creeps? Ist der hier AFK oder warum wird er nicht angegriffen? Ist ein bisschen komisch. Achso, das ist wieder die Stufe 10 Pflanze. Die ignorieren wir mal. Oder ist es einfach, weil er da drin steht und ihn die Gegner nicht angreifen? Und wenn die Aggro auf mich haben, switchen die Aggro nicht. Ich glaube, das könnte sein. Unsere Zeit. Hilf mir noch mal. Okay. Alles gar kein Problem. Ich muss nur erstmal die Creeps platt machen. Sonst kann ich mich mit dich unterhalten. Aber du kennst meine Lage. So. One four. Was ist? Ich bin gerade beschäftigt. Tja, ich weiß. Okay. Moment. Dieser Brief. Surions Krankheit ist heilbar. Stimmt das? Bei den Göttern! Du hast Surion gerettet. Ich sollte jetzt besser zu meiner Frau. Vielen Dank. Gerne doch. Ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Gar kein Problem. Das werde ich dir niemals vergessen. Dankeschön. Ich weiß nicht, das will ich... Achso. Genau genommen bin ich dir gefolgt. Das weiß ich. Okay. Suchst nach Hinweisen für unseren Kampf oder hast du andere Ziele? Ich bin bereit zu helfen, falls das möglich ist. Die Situation ist folgende, Wonfo. Verdächtige Energie? Da klingelt etwas. In letzter Zeit habe ich eine unheilvolle Energie auf Jeons Barriere registriert, die von den Jeons geschützt wird. Die Jeons und die Jeoks bewachen schon seit einiger Zeit die Barriere um die Höllenbrut herum. Aber in letzter Zeit strahlt die Seite der Jeons eine unheilvolle Energie aus. Ich war besorgt, also meldete ich es Meister Pahan. Er hat sicherlich schon jemanden geschickt, um sich die Sache anzusehen. Der älteste Sohn der Jeon-Familie, Lee, muss irgendwo in der Nähe der Barriere sein. Finde ihn! Aber vermutlich nicht Bruce Lee. Vielleicht hat es etwas mit dem zu tun, wonach du suchst. Meine Witze werden heute auch nicht besser. Aber das würde bedeuten, dass die schon mal gut waren. Ihr wisst ja, Selbsterkenntnis und so, ne? Ist immer relativ wichtig. So, scheiter, wenn das Gefühl. Jeons Barriere. Begib dich zu Jeons Barriere. Was? Verbleibende Zeit 1 Minute 53. Was? 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 Schnelle Unterstützung. Okay. Ich fliege, ich eile, ich sprinte, ich düse da förmlich hin. Ohne Wenn und Aber. Aber vorher Wegpunkt aktivieren. So, sprich mit Ye und Lee vor Yeons Barriere. Erstmal Kräuter. So, juhu. Wir sind Kräuterdingens aufgestiegen. Ye und Lee. Wer ist da? Ich bin's. Verstehe. Du bist also... Die Yeons danken für deine Hilfe.
Die unheilvolle Energie aus der Umgebung der Barriere habe ich ebenfalls gespürt. Ich möchte sie untersuchen, kann mich ihr aufgrund ihrer Stärke jedoch nicht nähern. Okay. Weiter komme ich nicht. Könntest du herausfinden, was auf der anderen Seite der Barriere vor sich geht? Die Höllenbrut hat hoffentlich nichts damit zu tun. Schauen wir mal. Oh Gott, betreten. Empfohlene Gegenstandsstufe 200. Gegenstandsstufe 210. Okay. Betreten. Schwierig. Ja, dann betreten wir das Ganze mal. Ich bin zuversichtlich. So, hier uns mal. Was ist das denn hier? Okay, ich kann die platt machen hier. Hier sind 7 Mokoko-Samen. Ich bin ja begeistert. Die werden wieder mega absurd irgendwo versteckt sein, wo man nicht hinkommt. Weil man wieder 80 Trilliarden mega krasse Rätsel lösen muss. Um irgendwelche Geheimwege oder sowas zu öffnen. Tor der Barriere. Okay. Reise durch den Bambuswald und betritt das Haus der Jeon-Familie. Okay. Ich bin mir sicher, dass wir es hinkriegen. Warum in irgendeiner Art und Weise sich Gedanken machen? Das Haus auch schon mal bessere Tage gesehen. So. Zerstöre die Holzpuppen, die das Haus beschützen. Und wie? Ach so. Hä? Was? Zerstöre die Holzpuppen, die die Barriere beschützen. Was? Rot gekleideter Schamane. Okay. Okay. Dann wieder Holzpuppen. Ich kann die gerade noch nicht besiegen, weil die müssen erst feindlich werden. Was ein bisschen schwierig ist. Die werden übrigens nicht alle feindlich. Das ist ein bisschen schräg irgendwie. Zerstöre die Holzpuppen, okay. Und da ist aber noch eine Boss-Holzpuppe, wenn man es so nennen kann. So, Brustschutz. Perfekter Angriff. Nice. Ich hätte ausweichen sollen. Brustschutz des verblassten Nebels. Ist auch ein cooles Outfit. Achso, und die Waffe könnte ich übrigens mal tauschen. Okay, das sieht eigentlich auch mega cool aus hier. Hat was. So, was?
Klettere auf das Dach. Ich schaue mich die ganze Zeit um, wie irgendwo Mokoko sammeln sind, aber ich finde hier keine. Ich krach doch hier bestimmt gleich rein, oder? Na, oder auch nicht. Okay. Was ist das denn? Genju. Was auch immer das ist, ich habe absolut keine Ahnung. Aber es sieht funky aus. Und ist schnell tot. Also von daher, Hals- und Beinbruch. Wie komme ich da runter? Zerstöre den Bambus und begib dich zum nächsten Gebäude. Ach, hier. Denke ich. Ach nee, hier ist der Bambus. Okay. Da komme ich nicht runter. Hm. Das sieht manchmal echt immer schräg aus, dass da irgendwo ein Mokoko-Samen vielleicht dann doch irgendwo versteckt wäre. Und ich die einfach nicht finde, weil ich zu sehr mich auf andere Sachen konzentriere. Das ist eine Truhe. Gerade noch gesehen. Ein Schloss bei dem Wappen der Jeon-Familie. Okay. Doch richtig geraten, dass es Gift war. Ich war mir nicht sicher, aber ja, es war Gift. Sehr schade. So, muss ich ihn noch besiegen hier. Zerstöre die Trümmer auf dem Weg und geh weiter. So. Was? Hallo, mein Name. Hallo, Kopuro. Was? Achso, weil der Cooper dich erwähnt hat. Uff, doch so schnell. Muss eine lange Runde gewesen sein, die Koppel gespielt hat. So, mehrere. Ach so. Mensch. Sind in den Fässern irgendwas? Nee, na. Holy moly. Klang in die Klack, weg mit euch. Zeige die Zack. Okay, keine Mokoko-Samen hier, sehr schade. Aber einen Haufen Gift dafür. So, was? Aber jetzt esse ich gerade was und mach halt eine Pause. Wie, du machst eine Pause? Du spielst nicht, während du isst. Ich bin ja schierlich entsetzt, dass es sowas wie Pause in deinem Wortschatz überhaupt gibt. Das ist fast schon eine Sensation. Jetzt bin ich etwas enttäuscht, muss ich sagen. So, als Vorkopsel, schreib niemals Hepis Namen Heps. Damit erfüllst du gewisse Fantasien bei ihm, die irgendwie strange sind. Was? Nicht wirklich. Hm.
Besiegende Gegnerhorden auf dem Dach. 39 von 40, okay. Ups. Das ist ein Bokoko-Samen. Ha! Gesehen. Dem-dem-der-dem. Und abwärts. Begib dich zum Lotus-Pavillon. So. Drück mal M-Haps. Jo. Schau, Kopuro sagt nämlich Heps normalerweise. Cooper sagt normalerweise nicht Heps. Aber Kopuro sagt's normalerweise. Ganze 1 von 7. Ja, ich hab das wirklich richtig gut gemacht hier in dem Gebiet. Ich bin auch sehr stolz auf mich. So. So. Der hat diesen extra für dich angelegt, Koppel. Habe ich eigentlich nicht. Wall of Text, OMG. Das ist neu. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe ein paar kleine Easter Eggs eingebaut. Mussten eh noch dran. War ja klar. Du mussten eh noch dran hängen. Koppelschrein. Wer schreibt denn Kupsi? Ich wusste nicht, wie man den Namen, wie man das schreibt. Ich musste es abändern dann. Ich war mir nicht sicher, wie man das schreibt. Als ich es eingebaut habe. Außerdem lass mich, das war spät gestern. Kerle, der Text ist sogar nicht mal so falsch. Ja, ne? Finde ich auch. So, aber ein Shoutout. Das ist aber sehr lieb. Puh, Koppel, ich sterbe überhaupt nicht überall. Naja! 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 Boah, okay. Erstes Mal witzig, aber jedes Mal den Wall of Texas hart. Ich muss dich jetzt Kopsel nennen. Das Problem ist, ich habe einen Cooldown eigentlich eingerichtet. Der sollte eigentlich, sollte da eine... Vielleicht muss ich den Cooldown höher machen. Weil eigentlich sollte da ein Cooldown von 2 Minuten drin sein. Dass es nicht so... so viel Wall of Text ist. Aber das hat wohl offensichtlich nur so halb funktioniert. Ja, cool, von 10 Minuten oder so tut's, denke ich, auch. Aber mach ruhig 10 Minuten rein. Ja, ich muss den Cooldown länger machen. Zerstöre Zensor der Habsuchtlegion. Okay, was? Ach, warte mal, muss ich da das Ding ins Platt machen da? Ich glaube, ich muss die Altäre da platt machen. Ah, okay. Ich muss die Vasen platt machen. Okay. Sonst ist das ein bisschen zu krass. So.
First, vielleicht klaue ich mir diese Idee. Mach doch. Du kennst doch den tollen Spruch. Wenn man gute Ideen klaut, dann schätzt man die ursprüngliche Idee sehr gut wert. So. Ich mache das hier mal ganz clever. Ich gehe in die Mitte rein. Da kann ich das nämlich locker platt machen. Bis auf diese SM-Fantasien. Das sind keine SM-Fantasien. Bloß weil du es gerne so siehst. Oh, was? Oh, cool. Ich habe ein Geheimnis. War das ein Geheimnis? Ich habe ein Geheimnis gefunden. Ich habe ein Geheimnis gefunden. Ich habe ein Geheimnis gefunden. Bis auf diese... Was? Das ist so lustig. Was ist lustig? Was? Was habe ich jetzt später gemacht? Das sind halt so Hidden Mokoko Seeds. Aber wie habe ich denn... Wie habe ich das denn jetzt freigeschalten hier? Ja, wenn ich deinen Namen schreibe. Ach so, ja, das ist gut. Wie habe ich denn das jetzt hier freigeschalten? Ich muss doch irgendwas jetzt gemacht haben, dass er diesen Dingens hier jetzt freigeschalten hat. Monster geklärt. Ah, okay. Und vor allem, das ist halt echt fies, ne? Hier diesen außerhalb der Map nämlich. Also das erste Mal, dass ich das jetzt hab, das ist halt echt arschig. Und dann bist du jetzt halt bei 3 von 7. Und wahrscheinlich sind da hinten noch die restlichen dann einfach hier irgendwo neben der Map verteilt. Also das muss man halt echt... Da musst du halt echt genau wissen, wie du die dann halt am Ende kriegst. Damit du da halt, die Punkte machen kannst, damit du die einsammelst. Aber ist ganz witzig. Das sorgt halt auch dafür, dass du halt diese Dungeons dann nochmal machst. Weil nur wegen Items und so weiter und Erfahrungspunkten wirst du es nicht machen. Weil davon hast du relativ wenig hiervon. Aber wenn du halt sagst, naja gut, du sammelst halt Mokoko-Samen, dann ist es halt wieder viel lustiger. Rot gekleideter Schamane. Okay. Das ist schön, dass du rot gekleidet bist, dann sieht man nämlich das Blut nicht so, wenn ich dich hier gleich einfach wegballer. So. Vor allem gibt es auch bestimmte Sachen, wo du die Vasen kaputt machen musst oder sowas, dass der Secret League geöffnet wird. Würde ich zumindest so machen. Du-dung! So. Wie groß ist die Map eigentlich noch? Na gut, viel haben wir nicht mehr. Und macht einfach im ersten Mal klären gleich die Interactive Map im Browser nebenher auf. So kann man es natürlich auch machen. Dann kann man es gleich in einem Aufrutsch machen. Das ist durchaus richtig. Autsch, autsch. Gewusst wie Kupsi. Da drüben kommt man auch irgendwie noch hoch oder so. Wie auch immer man da hochkommt, ich habe keine Ahnung. I don't know. So.
So. Ja, gewusst wie, Kupsi. Achso, ja, wegen den Mokokosamen. Ja, okay. Kupa. Nee, Kupsi. Ich stelle mir übrigens die Frage, was passiert eigentlich, wenn man dich Kupi nennt? So, dann sind wir hier. Der schlimmste Schreibfehler ever. Ich finde das super. Der Kupi-Schreibfehler war der beste überhaupt. Holy crap, ich bin tot. Ich hätte nicht so wie einen Lackaffe da reinsprinten sollen. Und das habe ich versammelt. So. So, was? Hab noch 100. Let's go. Was? Danke für die Bits, Kupuru. Was? Hier werden Bits gespendet bis zum Umfall. Ich dreh durch. Vielen lieben Dank, Kopo. Was gibt's noch für versteckte Wikipedia-Einträge? Wusste nicht mal, dass ich noch Bits habe. Ich habe lustigerweise gar keine Bits. Aber einfach, weil ich viel zu geizig bin. Weil sich mir der Sinn mit den Bits nicht ganz so wirklich erschlossen hat, wenn ich ehrlich bin. So. Das ist übrigens ganz schön nervig, weil ich die alle platt machen muss hier gerade. So. Ach ja, das verbotene Wort. Ja, ich muss den Cooldown da erhöhen. Kannst du mir das kurz mal schreiben, dass ich dran denke, dass ich den Cooldown auf 10 Minuten erhöhe? Das wäre echt fantastisch, weil das ist wirklich zu krass. Ihr wollt mich töten! Das haben schon andere vor euch versucht, die deutlich besser waren als ihr. Die mich aber nicht wie ihr blocken konnten. Na komm, hallo? Nein! Mist, ich hab's versemmelt. Okay, da ist sonst nichts mehr, glaube ich. So. Oh, ein Mokokosamen. Schau mal einer an. Der ist mir gerade so ins Auge gesprungen. Dann habe sogar ich gesehen. Was kommt jetzt? Das ist das Herz der Höllenbrut. Rekiel. Ja, Meisterin Vikas? Es scheint, als hätten wir ein Insekt am Leben gelassen. Widerlicher Wurm. Ich werde ihn zerquetschen. Na? Nun bleibt nur noch das Auge. Ich sehe, du bist sprachlos. Wenn du möchtest, zeige ich dir mehr von meinem Prachtkörper. Okay. Tell me more.
Das ist ja fies. Oh, wow. Ganz schön große Area. Ach gut, ich kann sie auch abschießen, wenn es in der Luft ist. Das ist sehr gut. Oh, ich bin tot. Matt, ich bin tot. Ich bin tot. Oder auch nicht. Oh nein, 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 nein. Ich kann nicht weg. Okay. Und ich zeig dir, was für ein guter Schütze ich bin. Nein, nein! Mein wunderschönes Haar! Meine herrliche Haut! Wartet nur ab! Ich werde mir euer hässliches Gesicht merken! Hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Holy moly! Sprich mit Ye und Lee auf dem Rattanhügel. Ja, ich glaube, das fanden sie jetzt nicht so gut, dass ich sie mit Kugeln durchlöchert habe. So, was? Ich finde, Bit-Supporter sollten auch im Supportrad auftauchen. Koppel hat mehr als ich gespendet. Drücke F2, Liter Flucht. Ja, ich wollte mich bloß umgucken. Ja, gut, ich baue es um. Ach, das ist nicht so wichtig. Nee, ich baue es um. Ich baue das noch mit ein. Dann wird es nur kleiner, weil so viel Platz habe ich nicht. Aber ich baue es ein mit den Bits. Dämonen brachen das Siegel? Eine Katastrophe. So, hat jemand den Dämonen dabei geholfen? Ich habe keine Ahnung. Das finden wir noch heraus. Moment, wollen Sie etwa das, was ich denke? Verstehe, das Herz der Höllenbrot. Wie soll ich das nur meinem Vater sagen? Trotzdem, er muss es wissen. Bitte geh nach Chang-Hun und berichte ihm, was du weißt. Wer zum Teufel hat die Dämonen eingeschleust? Ich vermute mal irgendeiner von deiner Familie. So, überbringe die an Pahan. Okay. Da teleportiere ich mich jetzt hin. Den habe ich zum Glück aktiviert, das passt. Für dich nicht, aber ein anderes könnte vielleicht beleidigt sein, wenn er Heiden viel Bits spendet. True. Ja, ich baue es ein. Ich werde es einbauen. Oh, Kopal, darf ich mal was ausprobieren? Okay, jetzt werden schon neue Namen erfunden, finde ich gut.